Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Noch Corona Chronicles. Wir haben in der letzten Folge dazu aufgerufen, dass ihr euch bewerben sollt als Tester für unseren neuen Grassmaster. Und die Grassmaster werden seit dieser Woche jetzt endlich dann wirklich ausgeliefert an eure Fachhändler. Also ihr könnt die im Fachhandel kaufen mittlerweile, bestellen, euch schicken lassen oder auch auf shop.noch.de bestellen. Der Grassmaster, der hier vor mir liegt, der geht raus an einen der Tester, der sich bei uns beworben hat. Und zwar war es so, dass wir ja gesagt haben, wir verschicken drei Grassmaster 3.0 und drei Profi-Geräte an die Tester, die sich hier bewerben. Es sind dann am Ende in der Diskussion im Social-Media-Team bei uns in der Firma 7 Tester jetzt doch geworden, also einer mehr als ursprünglich geplant, weil wir sehr, sehr viele tolle Bewerbungen mit dabei hatten und wir haben ein bisschen versucht, das auch zu verteilen. Also wir haben einen absoluten noch Power-Fan dabei, wir haben einen größeren englischsprachigen Influencer mit dabei, einen französischen auch mit dabei. Also wirklich, dass ein bisschen verteilt ist, dass einfach alle Leute so ein bisschen mit beachtet wurden. Wir machen das jetzt wie beim lustigen Kofferspiel. Ich packe meinen Koffer, in diesem Fall packe ich ein Noch-Paket. Da kommt rein ein Grassmaster 3.0 Profi, den wir an diese Tester raus schicken. Dann natürlich ganz wichtig unser Noch-Graskleber, der kommt mit rein. Und dann, das ist auch eine Neuheit, die noch Begrasungsschablonen, da bin ich schon sehr gespannt, wie die dann eben ankommen bei den Testern, weil damit kann man kleine Felder ganz besonders begrasen, bin ich hochgespannt. Und natürlich, damit die Leute auch wirklich was zum Begrasen, zum Probieren haben, verschiedene Grasfasern. So, diese Pakete packen wir dann und schicken die dann raus an die Tester. Die Tester werden dann, die haben wir schon angeschrieben, diese ganzen Geräte auch probieren, ausprobieren, ein bisschen bewerten und das eben auf ihren Social Media Kanälen, also auf Facebook, Instagram, TikTok und YouTube hier vorstellen. Und wir werden das auf unseren Kanälen eben auch auf Instagram, Facebook, seit neuestem sind wir übrigens auch auf TikTok und auch YouTube vorstellen und euch da eben auf dem Laufenden halten die nächsten Tage und Wochen und immer mal wieder zeigen, was da eben passiert ist. Freuen wir uns schon sehr drauf. Dann noch eine etwas traurige Nachricht fast, aber andererseits auch irgendwie eine gute Nachricht. Wir haben gesagt, wir beenden jetzt diese noch Corona Chronicles, weil im Prinzip das Schlimmste dieser Corona-Geschichte jetzt zumindest mal bei uns hier in Deutschland wohl hinter uns liegt und wir relativ gut auch momentan mit diesen ganzen Ereignissen hier arbeiten können. Und weil der Sommer kommt, das heißt, wir legen hier eine Sommerpause ein und sind dann auch im Herbst wieder für euch da und haben da schon ein paar ganz wilde Ideen, was wir mit euch machen wollen. Lasst euch überraschen. Ansonsten sind wir natürlich die ganzen nächsten Tage, Wochen, Monate auch ganz normal auf den Social-Media-Kanälen für euch da. Bringen euch immer mal wieder Videos, Informationen rein. Also da wird es nicht langweilig, auch über den Sommer. Und im Herbst geht es dann wieder mit Vollgas weiter. Da haben wir schon ein paar coole Ideen. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen die letzten Wochen und Monate. Es hat einen riesen Spaß gemacht und wir freuen uns auch schon auf die weiteren Dinge, die wir mit euch hier noch vorhaben in der Zukunft.